Hallo und herzlich willkommen bei einer recht verspäteten Folge von Talk the Dice mit dem guten Max zu Showtime. Wir hatten eigentlich schon vor, das früher aufzunehmen, das Ganze hier. Aber ja, dann gab es erst Terminprobleme, dann war ich krank für fast 2 Wochen und dementsprechend sind wir jetzt hier ein bisschen später dran, während der Nachfolger von Showtime, der gute John, aka Little Justice, schon recht aktiv im Dienst ist. Über den werden wir vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. Und ja, wir wollen aber natürlich jetzt auch Showtime noch seine gebührenden Worte geben, bevor wir dann uns vollends auf den neuen Charakter einlassen. Wir wollen gleich vorab sagen, das haben wir im Vorgespräch schon mal besprochen, als wir es damals aufnehmen wollten, das wird unter ziemlicher Garantie nicht so ein einstündiges Ding werden wie mit Steven und wie mit Niklas. Einfach weil es ja sehr unterschiedliche Ansätze gibt, wie Charaktere entstehen und wie viel Backstory überlegt wurde und so weiter. Und Max hat ja auch schon mal gesagt, dass seine Charaktere meistens eher aus einer Idee entstehen und sich dann im Spiel entwickeln. So dass jetzt nicht wie zum Beispiel bei Niklas so ein komplett ausgearbeiteter Masterplan bis ins Endgame da ist, was er eigentlich vorhatte mit dem Charakter. Deswegen wird das Ganze wahrscheinlich eher so ein netter, kleiner 15-20 Minuten Talk, denke ich mal. Aber der soll natürlich trotzdem stattfinden. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Jawohl. ja, und wo wir bei dem Punkt gerade schon sind, wir haben es zwar schon mal erzählt, aber da ich das mit allen gemacht habe, kann man hier auch noch mal ganz kurz vielleicht schildern, wie kam es denn überhaupt zu Showtime, zu der Idee und dem Charakter und wie du ihn spielen willst und so weiter. Ja, also ich bin ja allgemein beim Charaktererstellen immer so, ich habe 50.000 Ideen für Charaktere, die ich cool fände. Und der Charakter ist, glaube ich, entstanden mit dir zusammen. Eigentlich wollte ich einen ganz anderen Charakter spielen. Ja. Und dann haben wir darüber geredet, so über verschiedene Sachen geredet. Und dann habe ich gesagt, ich hatte auch die Idee für so einen Ninja, der aber voll gerne im Rampenlicht und so steht. Und das fanden wir dann beide so cool, dass wir gesagt haben, okay, den nehme ich jetzt. Ja. Und passend, weil er steht gerne im Rampenlicht, haben wir ihn dann Showtime genannt. Ja. Ja, interessanterweise war es ja wirklich so, dass wir sogar den anderen Charakter schon fertig hatten. Also wir haben den schon fertig gebaut und den Charakterbogen gemacht und so weiter. Und dann eigentlich eher so beim Rumwitzeln danach. So, die Idee war dann auch cool. Und ja, dann haben wir uns beide ein bisschen verliebt in den Charakter. Und ja, ich fand einfach so diesen Gedanken, ein Ninja, der aber voll im Rampenlicht stehen möchte, super. Und ja, fand auch damals schon allein deinen allerersten Auftritt mit alle stehen da auf diesem Platz. Und dann erstmal eine schöne Diskussion. Ich möchte als letztes ankommen. Nein, ich möchte als letztes ankommen. Sehr schön. Und dann, ich glaube, mit It's Showtime, Baby. Und dem Depp hattest du dann den ersten Lacher auch schon auf deiner Seite. Was auch spontan überlegt war. Das mit dem It's Showtime und das Dabbing, das war auch, wie fast alles, wenn es um meine Charaktere geht, ist super spontan. Also ich gehe da wirklich nur rein mit. Wie zum Beispiel mit Showtime. Showtime war für mich halt Ninja, der gerne im Rampenlicht steht. So bin ich in die erste Folge mit ihm reingegangen. Ja. Und alles andere hat sich dann entwickelt. Ja. Ja, das beantwortet mir meine Frage, die ich hier aufgeschrieben habe, auch schon recht stark. Was mich überrascht hat so im Verlauf der Kampagne, war, dass du Showtime dann mit der Zeit so doch immer mehr so recht fokussiert und recht ernst gespielt hast, tatsächlich nicht so, nein, es geht um Ruhm, es geht um Erfolg und so weiter. Was ich halt nicht erwartet habe, so nach den ersten paar Folgen, wo es halt schon noch sehr auf das Spaß und Humor und Dabben und so weiter getrimmt war. Und ja, meine Frage war ursprünglich, ob das geplant war, dass der doch schon so eine recht harte Seite auch hat, wenn er... Nee, also das, ich bin natürlich immer am Überlegen im Hintergrund, so wie, ne, wie würde der auf bestimmte Situationen reagieren. Und dass er denn so doch, er ist auf diese Schiene... Es geht mir um Ruhm und der Rest ist zweitrangig. Da bin ich dann voll reingegangen, als die Schwarzmarkt-Szene war. Als ich dann, ne, als Showtime das dann gesehen hat, dachte ich mir, okay, wie reagiert der jetzt? Reagiert der jetzt? Was hast du getan? Oder ist ihm das egal? Und da habe ich mich dann entschieden, okay, nee, er ist so, moralisch ist ihm eigentlich so, ne, er ist jetzt nicht böse, aber Moral kann man biegen, das ist so ein Wort, ne? Hauptsache, es geht ihm um Ruhm. Ja. Und alles andere steht hinten an. Ja. Hätte ich tatsächlich auch so als die Schlüsselszene, glaube ich, identifiziert. So dieser Moment, wo er das mitbekommt und dann sagt, ja, hättest du doch was gesagt, dann wäre es schneller gegangen, so nach dem Motto. Ja, war, glaube ich, für die meisten in der Gruppe eine Überraschung. Ja. Interessant fand ich damals aber total, dass trotzdem es sich voll auf
auf Niklas eingeschossen hat als Liam. Ja. So, Showtime war irgendwie trotzdem relativ raus aus der Sache in den Kommentaren. Ja, ich meine, guck ihn dir an. Wie kann man, ne? Ja. Also, selbstverständlich. Den kann man ja nur im guten Licht sehen. Ja, und ich sag auch so, ich würde mich auch eher mit dem Anzugträger anlegen als mit Showtime. Und dann auch noch Anwalt. Ja. Ja, und dann würde ich gerne noch mal wissen, hast du so Momente in der Kampagne, wo du sagst, das sind so meine Lieblingsmomente mit Showtime? Ich habe den anderen auch immer gefragt. Also grundsätzlich mag ich bei, sind so meine Lieblingsmomente bei Charakteren, wenn es die denn gibt, wenn so das Ziel, das er hat, also wenn die Momente für den Charakter besonders waren. Das ist, wenn zum Beispiel bei Showtime Trickster Trap war für Showtime ein Highlight, weil da ist er, war er halt voll in seinem Element. Ja, immer wenn er so mit irgendwelchen berühmten Leuten zusammen sein konnte, sich profilieren konnte, auch als er mit dem Angel hieß der, ja. Ne? Auch als er mit dem so ein bisschen posieren konnte, so, das sind so diese Highlights-Momente, die auch für Showtime als Charakter ein Highlight werden. Und was ich auch ganz gut fand, war der Moment, als er Liam eine Maske gegeben hat und Liam dann und dann so ein bisschen schon leicht anfing, dieses, okay, die beiden mögen sich eigentlich ganz okay, und als dann sich dann so anfing, diese Dynamik zwischen den beiden zu entwickeln, und das haben wir auch schon mal so privat gesagt, wären die beiden Charaktere noch da, wären sie auf Dauer bestimmt ein extrem gutes Team geworden. Ja. Wahrscheinlich, wie wir auch schon mal angenommen haben, wahrscheinlich irgendwann auf der Gegenseite ja. tatsächlich gelandet. Ja, wäre es nicht so gekommen, dann wären sie wahrscheinlich auf irgendeiner Gegenseite gelandet, welche auch immer das sein würde, ob das jetzt, wer die ESG ist, das, also eine Böse, und die spielen aktiv gegen die ESG und die beiden wären auf der Seite, oder ja, wahrscheinlich wäre es irgendwann echt so gewesen, dass die beiden auf der Gegenspielerseite gelandet wären, und dann hätte man sich überlegen müssen, spielen wir beide die jetzt noch weiter oder machen wir neue? Und ja, das ist schon sehr wahrscheinlich, weil der Rest der Gruppe ist doch eher so, dass sie immer das Richtige machen wollen. Ja. Ja, bist also der Herr Doktor die Hälfte der Zeit. Ja. Ja. Das ist so richtig. Ja, und dann, genau, wir haben auch das zwar im Was wäre wenn schon so ein bisschen thematisiert, weil wir es ja dann direkt am Ende von Kapitel 8 aufgenommen hatten. Aber trotzdem kann man ja vielleicht hier auch nochmal so ein bisschen dieses, wie kam es denn dann zu dem Entschluss, dass du ihn wechseln möchtest, den guten Showtime? Also, der Hauptgrund war echt, weil es sich für mich einfach richtig angefühlt hat, dass Showtime da bleibt. Das war der Hauptgrund. Weil Nordamerika hat einfach so gut zu ihm gepasst. Er hat sich direkt mit Trickster super verstanden und hatte da direkt eine Eintrittskarte, um doch mehr in die High Society reinzukommen. Das hat einfach gepasst. Also das war der ganz, also der Großteil. Ich sag mal, 80% des Grundes waren, weil hat sich einfach angeboten und hat sich einfach richtig angefühlt, dass er in Nordamerika bleibt. Ja. Ja, ich finde, es hat sich auch so ganz schön entwickelt. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang des Nordamerika-Kapitels noch scherzhaft gesagt, nicht, dass Showtime am Ende hier bleibt. So, und dann sollte es dazu auch kommen. Aber ich finde gerade so diese Dynamik zwischen Trickster und Showtime hat sich auch irgendwie sehr schön, schön entwickelt. Also auch dadurch, dass ihr ihn halt letztendlich bei Trickster Trap so fertig gemacht habt und du ihn da auch schon ganz gut beeindruckt hast. Obwohl Showtime am Anfang ja noch gelangweilt war von der Situation durch einen Körpertausch war das noch, ne? Dass da. Ja, genau, Emotionskontrolle, genau, dass er dadurch gelangweilt war von den ersten Runden des Kampfes. was auch ein schönes Ding war. Und ja, dann aber auch, ich fand dann auch so diese Idee, dass du dann halt so, hey, da haben wir jetzt einen Fuß in der Tür, ich rufe den mal an, wenn ich was wissen will. So, und ja, eben auch diese Idee mit Showtime für Showtime. Und so, das hat halt, ja, finde ich, auch gepasst, einfach, dass er dann sagt, ja komm, ich nehme den auch gleich unter meine Fittiche. Und dann geht's los. Und ja, ich denke mal, das werden wir auch in Zukunft hier immer mal wieder einstreuen, was denn gerade in Nordamerika so passiert. Spätestens wenn wir Werbung für seinen ersten Featured-Film sehen. Ja. The Depths of Hell. The Depths of Hell. genau. Und ja, dann hattest du ja auch schon gesagt, glaube ich, was wäre wenn. Dass auch ein Stück weit so war, dass Showtime eben, ja, nachdem Liam dann weg war, mit dem Rest der Gruppe auch nicht mehr so viel anfangen konnte. Ja, das kam dazu. Also für aus Showtime-Sicht war die Gruppe so
Richard ist für Superhelden-Sachen ziemlich nutzlos, weil er kann halt nichts. L'Amour könnte, aber macht nichts. Und Jack ist nie da. Das ist so, aus Showtime-Sicht war das so wie, ich meine, gibt einen Grund, warum die Gruppe Strange Behaviors heißt. Ja. Und das war für Showtime so, Showtime fühlte sich dem auch so ein bisschen entwachsen. Auch wenn er jetzt natürlich vom Charakter-Sheet her, ne, nicht genau gleich sich entwickelt hat, aber Showtime fühlte sich irgendwie, er ist der Gruppe entwachsen und Liam war so der Einzige, in dem er Potenzial gesehen hat, dass da noch was Großes bei passiert, und nachdem er dann weg war, war auch so, der Rest der Gruppe war, ne, nicht für mich, sondern für Showtime so. Ja. Ich meine, einmal hatte er das ja auch zu L'Amour gesagt, ne, was machst du eigentlich hier? Ja. Und ja. Ja, und dann, was ich ganz spannend fand, war, wir hatten jetzt da so ein bisschen diese ungünstige Situation, dass ich es halt schon eine ganze Weile wusste, also seit Anfang des Kapitels sozusagen, und dann ja auch irgendwann in dem Kapitel gesagt habe, als klar wurde, okay, hier kommen jetzt noch die Experimente und hier kommt noch dieses und hier kommt noch jenes, habe ich auch immer mitten im Kapitel zu dir gesagt, du, ich glaube, wir müssen uns über das, was wir besprochen haben, keine Sorgen machen für die heutige Session. Und dann kam es eben dazu, dass dann halt Liam auch noch verstorben ist und ich dann quasi die Situation hatte, okay, es bietet sich jetzt eigentlich total an, dass jetzt in der Folge, wo Liam verabschiedet wurde, auch noch Showtime verabschiedet wurde und wir quasi so einen Doppelabschied in einer Folge hatten letztendlich. Und ich fand ganz spannend, dann die Reaktionen zu lesen in den Kommentaren, die natürlich viel auch auf Liam gemünzt waren und die Beerdigung, dass sie aber gegenüber Showtimes Abschied halt am Anfang so maximal war so, oh, schade, dass er weg ist, so. Es haben sich aber wenige überrascht gezeigt tatsächlich davon, dass das passiert ist. Und ganz viele haben halt auch geschrieben, ja, hab irgendwie sowas schon kommen sehen, hab irgendwie sowas schon erwartet. Sehr schön fand ich, weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendwer hat geschrieben, wie sagte Murphy einst, die Gruppe ist am Arsch. So, und dann war es aber wirklich so, dass dann erst mit fortlaufenden Folgen, nachdem dann Showtime weg war sozusagen, dann erst so diese Realisierung wirklich kam, dass auch wirklich mehrere geschrieben haben, jetzt fühlt es sich irgendwie gerade erst echt an, dass Showtime weg ist und jetzt kommt irgendwie so der Schmerz hinterher. Ja, also das fand ich ganz spannend. Das war im Gegensatz zu den anderen Charakteren, war das so ein etappenweises Ankommen. Ja, weil ja aber auch der Abgang sehr plötzlich und sehr überraschend kam, ja auch für die Gruppe. Also man sieht ja, glaube ich, in dem Moment auch, dass sich alle, bis auf mich, recht überrascht angesehen haben in dem Moment. Hm. Und dich natürlich, wäre komisch gewesen. Ich werde die Gruppe verlassen. Was? Schreibst mir so und ich lese und schreibst mir, lies das mal vor. Ach echt? Ich gehe? Aus freien Stücken, wirklich? Ja, genau. Und jetzt kann man ja vielleicht noch so, jetzt sind wir ja bei Lil Justice angekommen. Da vielleicht auch mal den Übergang noch spannen. Wie denn der Entstehungsprozess bei dem war letztendlich? Grob ähnlich wie bei Showtime. Ich hatte natürlich wieder viele Ideen. Eigentlich wollte ich den Charakter spielen, den ich eigentlich spielen wollte. Ja. Aber aus einem bestimmten Grund, auf den ich jetzt nicht eingehen möchte, falls der Charakter nochmal irgendwie anders vorkommt. Oder, ne, wer weiß, was mit Little Justice passiert, wenn wir bald gegen was Bestimmtes vorgehen müssen. vielleicht wird er noch gespielt, aber den wollte ich eigentlich spielen. Und dann fand ich aber, obwohl ich sag noch nicht wieso, aber auf jeden Fall fand ich die Idee von dem Charakter ganz cool, weil ich ja seine Fähigkeit sehr interessant finde. Ja. Die meisten werden es wahrscheinlich schon mittlerweile raus haben, aber ich will es trotzdem nicht so offen sagen, weil ich habe bisher noch nicht gesehen, dass das jemand geschrieben hat, oder? Auch da fand ich spannend, dass das so, ja, natürlich jetzt eben von der Fähigkeit und so her sehr anders ist, aber dass so gewisse Grundzüge sich auch da widerspiegeln, so dieses, dass so dieses ganze Äußere, ne, mit dass er ja schon so ein bisschen ein Meme-Charakter ist oder ein Insider-Charakter sozusagen, und mit der Avocado und so weiter, dass das halt eher so auf witzig getrimmt ist, dass der Charakter aber eigentlich ein sehr fokussierter, sehr entschlossener Charakter ist. Ja, ich dachte mir, weil der Charakter eben entstanden ist, also der ist komplett entstanden, nachdem schon super viel passiert ist. Die meisten anderen Charaktere, die ich so im Kopf habe, die habe ich schon seit, wann haben wir angefangen? Vor einem Jahr? Über einem Jahr mittlerweile, ja. Vor über einem Jahr. Die meisten Charaktere, die ich jetzt cool finde, die Idee, auch wenn viele davon nicht kreativ sind, aber hatte ich schon vor
sonst wann. Übrigens, eine Charakteridee, die ich cool fand, war so eine Art Drachenreiter. Und es ist. Da dürfen wir noch nichts zu sagen. Ja. Ja, die Idee fand ich eigentlich ganz cool, aber ja. Nee, und der ist eben erst super spät entstanden und deshalb dachte ich mir, komm, ich baue da jetzt so ein bisschen meme-mäßig was ein. Ich mache da jetzt JJJ als Namen, dass er Avocados nicht mag. Und ich glaube, auf noch irgendwas hatte ich angespielt, was ich jetzt sogar schon wieder vergessen habe. Ja, waren jetzt aber auch die zwei, die ich im Kopf hatte. Ich glaube, noch irgendwas. Aber ist ja auch wurscht. Ja. Und da dachte ich mir, das baue ich jetzt ein, weil, weiß ich nicht, finde ich lustig, so ein bisschen Hommage an Vergangenes. Ja. Und hast mich damit in das Justice-Dilemma gestürzt. Daran habe ich aber auch gar nicht gedacht, das hatte ich komplett vergessen. Ja, weil ich dann war, okay, Murphy ist Justice, den großen Bruder von dir nennen wir The Justice, du bist Little Justice. Und was ich auch selber vergessen habe, ist, dass ich ja das letzte Mitglied der Glory Guard, das neue, wo ich gesagt habe, der wird, im Prinzip sieht der aus, als wäre er nur da, weil er mit Y anfängt, der heißt ja Jorgen Justice. Das, da hatte ich es dann selber auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja, deswegen habe ich ja dann entschieden, dass ich Murphy umbenennen werde. Hm. Jorgen Justice kann ja auch zur Familie gehören, irgendwie Cousin oder sowas ja, sein. Ja, kann man eigentlich machen, ja. Und habe mich dann in ein eigenes kleines Logikloch geschrieben, was ich dann später wieder ausbügeln musste. und hast dir einfach mal ganz sneaky einen hochrangigen Dude bei der ESG ins Charakterprofil schreiben lassen. Aber natürlich vorher abgesprochen. Ich wollte gerade sagen, natürlich vorher abgesprochen. Also ich habe nicht einfach so mit im Spiel gesagt, und mein Bruder ist die rechte Hand von, ne, von Golden Glory. Und Erik saß dann da, echt? Was war das? Sondern das war schon so vorher abgesprochen, dass, also das ist allgemein so die Hintergrundgeschichte von ihm, dass er Familie hat in der ESG, alles Superhelden, alle relativ bekannt, vor allem natürlich sein Bruder, und er ist so ein bisschen der Kleine. Deswegen heißt er auch Little Justice, was ihn nervt. Ja. Ja, gut. Ich glaube, damit sind wir auch eigentlich schon ganz gut durch. Wie gesagt, es kommt halt immer darauf an, wie der Spielstil des Charakters ist. Ich kann zum Beispiel sagen, dass ich mir recht sicher bin, dass zum Beispiel bei einem Alex auch das wäre, ja, habe ich halt gemacht, und dann habe ich mir so Stück für Stück überlegt, was da so dazu gehört. Aber wir dachten, wir wollen natürlich auch Showtime noch so einen schönen kleinen Abschied kredenzen. Und wie gesagt, ich denke mal, da ja auf den meisten Plätzen der Welt Fernseher und Internet und so weiter zur Verfügung stehen, bin ich mir recht sicher, dass Showtime sich hier und da mal bemerkbar machen wird. Ja, gut, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zusehen und fordern wie immer auf, ihr könnt natürlich nochmal eure liebsten Showtime-Momente in die Kommentare schreiben. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.